Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es kein so großes Geheimnis, obwohl für manche ist es vielleicht ein Geheimnis. Und zwar geht es heute um Hygiene, Ansteckung und das Immunsystem. Und da hat ein Zuseher mir eine Mail geschrieben, eine Frage gestellt, ja, ziemlich im Detail, und darum will ich mich jetzt heute kümmern. Geschrieben hat es ein M.K. und er hat es geschrieben am 30. September 2024. Sehr geehrter Herr Lüning, wieder einmal wende ich mich an Sie mit einer Bitte um das Teilen Ihrer Meinung zu einem Thema, das mich aktuell beschäftigt. Ich wüsste gerne Ihre Meinung zum Thema, wie schütze ich mich am besten vor Ansteckungen bezüglich Erkältung, Grippe und so weiter. Cerveza, Sie wissen das. Es scheint hier zwei Fraktionen mit unterschiedlichen Ansichtsweisen zu geben, abgesehen von den Menschen, die sich generell keine Gedanken um solche Dinge machen. Zu diesen Menschen gehören Sie sicher nicht, dafür kenne ich Sie zu gut. Stimmt, zu denen gehöre ich nicht. Ich mache mir über alles Gedanken. Fraktion 1 wäscht sich maximal nach dem Toilettengang die Hände und setzt sich jeglichem Kontakt mit Keimen aus. Fraktion 2 wäscht sich deutlich häufiger die Hände, zum Beispiel vor und nach dem Essen, und führt Desinfektionsgel mit sich, um unterwegs noch Möglichkeit zur Händedesinfektion zu haben. Also, zu dem gehöre ich auch nicht. Weder 1 noch 2. Und jetzt geht die Frage weiter. Ich habe mich vor kurzem mit zwei Hals-Nasen-Ohrenärzten älteren Jahrgangs unterhalten, die beide unabhängig voneinander mir gegenüber aussagten, dass sie nur aufgrund des sehr häufigen Desinfizierens ihrer Hände nach jedem einzelnen Patientenkontakt ständiges Krankwerden aufgrund der Ansteckung durch die Patienten vermeiden könnten. Tja, das sind Leute vom Fach, die wissen, wie es ihnen selber geht. Aber aus zwei Ärzten würde ich jetzt nicht die Sache verallgemeinern. So ein permanenter Patientenkontakt mit jedem Mal hochinfektiösen Leuten, die gehen ja dahin, wenn sie was haben. Ne? Das ist natürlich was Extremes, mit einer extrem hohen Keimlast. Aber ich kenne auch Ärzte, die sagen, wenn ich mir ständig die Hände desinfiziere, dann beschädige ich den Schutzmantel meiner Haut und dann kann sich da was festsetzen und später trage ich das dann mit der Nahrung oder sonst wo irgendwie in meinen Körper mit ein, und dieses schädigende Schutzmantels der Haut ist halt auch nichts, was man auf die leichte Hand nehmen sollte. So, jetzt weiter bei ihm. Es gibt einige Dinge, die ich nicht anfassen würde, ohne mir hinterher die Hände desinfizieren zu müssen. Zum Beispiel Einkaufswagengriffe, Zahleneingabepads bei Bankautomaten oder Türklinken in öffentlichen Gebäuden. Damit habe ich jetzt kein Problem. Und wenn Sie sich die Leute vor dem Supermarkt anschauen, also da ist hier nicht mal 1% dabei, der irgendetwas in dieser Richtung unternimmt. Also da passiert also relativ wenig, und die meisten Leute, ich sage mal 99%, macht sich da überhaupt keinen Kopf. Wichtig. Jetzt weiter. Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich in die Hände husten oder niesen, geht das für mich einfach nicht. Ich bin außerdem fest davon überzeugt, dass sich die Menschen ganz anders verhalten würden, wenn man Bakterien, Viren und Pilze sehen könnte. Also wenn man beispielsweise den Einkaufswagengriff grün leuchten würde aufgrund starker Keimbelastung. So, zwei Dinge dazu. Tatsächlich bin ich jemand, der auf Veranstaltungen den Menschen die Hand beim Handschlag verweigert. Letztlich wieder auf einem Vortrag gehalten in Stuttgart. Und da kamen die Leute, wollten mir die Hände geben? Und da sage ich, nee, gebe ich nicht. Warum? Nun, weil wenn ich da 50 oder 100 Leuten die Hand gebe, dann bin ich im Zweifel zwar nicht krank geworden, aber ich habe vielleicht hier die Keime an andere weitergegeben. Also auch wenn man dieses Bad in der Menge und die vielen Leute um sich herum hat, man muss es ja an dieser Stelle nicht übertreiben. Jetzt hat der Handschlag in unserer Gesellschaft eine kulturelle Bedeutung. Und deshalb gehe ich meistens dahin und klopfe ihnen auf die Schulter oder so und sage, das hat nichts mit ihnen zu tun, dass ich also tatsächlich eher meine Nähe spürt. Sondern ich sage, wenn ich das jedem mache, wäre ich hier nicht fertig. Ne? So, die meisten verstehen das auch. Aber das ist in unserer Gesellschaft noch ziemlich tief drin, dass also dieser Handschlag was Wichtiges ist. Man hat diese Angst vor Bakterien in der Vergangenheit mit Werbung sehr sauber ausgenutzt, hat man so einen sehr tollen Werbespot gemacht, ist jetzt, ich sag mal, 20 Jahre her oder so. Da hat man Menschen Pillen gegeben,
die sie dann kauen sollten. Und dann haben sich Bakterien eingefärbt, die sie im Mund haben. Dann gab man denen und kauten die und dann machten die hin. Und dann war das also am Zahnfleischansatz alles komplett rot. Und dann sagt, oh, so viele Bakterien. So, und dann also mehr putzen und vor allem mit dieser Zahncreme hält das länger vor, bla bla bla. Sie wissen das alles. Ich sehe das als ein gewisses Problem, weil man damit auch die guten Bakterien, die man da hat, eingefärbt hat und den Leuten Angst gemacht hat und vielleicht zu häufigen Zähneputzen verführt hat. Es gibt da ganz harte Verfechter, die sagen, ja, Zähneputzen nur gar überhaupt nicht, weil mit diesem ganzen Fluorid in den Zahncreme und so weiter, damit man sich die Magen-Darm-Flora da beschädigt. So, also da gibt es verschiedenste Geschichten, aber an dieser Stelle, die Angst kann man bei den Leuten schüren und damit kann man dann Verkäufe erzielen. So, jetzt geht's weiter. Wer würde so einen Griff dann schon einfach anfassen, eine Stunde lang durch einen Laden laufen, sich dabei regelmäßig ins Gesicht packen und so weiter? Ja, da haben wir den ersten Punkt, an dem Sie persönlich etwas an Ihrem Leben ändern könnten, was natürlich schwieriger ist, als sich einfach mit dem Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. Sie müssen Ihre Hände unter Kontrolle halten und nicht permanent im Gesicht rumfuhrwerken und die letzten Speisereste aus den Zähnen poolen. Ja, dann tragen Sie diese Bakterien ein. Und wenn der Schutzmantel Ihrer Haut in Ordnung ist, dann wird dort diese bakterielle Last auf Sie auch nicht einstürmen und Sie nicht, ja, überfallen und dann am Ende tatsächlich krank machen. Also, Sie müssen Ihre Hände unter Kontrolle halten. Ist natürlich schwieriger, als hier den einfachen Weg eines Desinfektionsmittels zu gehen. So, jetzt geht es weiter. Ich scheine jedenfalls mit meiner Keimvermeidungsstrategie erfolgreich zu sein, da ich nur alle 1 bis 2 Jahre einen Infekt habe, während manche Menschen in meinem Umfeld praktisch immer erkältet sind. So, also alle 1 bis 2 Jahre Infekt, das wäre mir deutlich zu viel. Wie gesagt, da dieser eine Asiate 2018, das war eigentlich die letzte, die ich so habe. Und Sie sehen ja hier, wenn ich Videos vortrage und so weiter, krank bin ich nicht. Ne? Da schniefe ich nicht und muss nicht die Nase putzen und so weiter. Und niese ich nicht und so. Gut, jetzt kann man sagen, schneide alles raus. Aber man hört das. Ne? Sie würden das hören. Und die ständige Erkältung hat mit 2 Faktoren zu tun, die wir jetzt in der Bevölkerung sehen. Und wenn Sie da die Statistiken der Betriebskrankenkassen sich ansehen, dann ist das seit 2021 aber steil gegangen. Die Leute sind viel, viel häufiger krank als vorher. Denn die Leute haben sich mit modifizierter Messenger-RNA gentechnisch behandeln lassen. Und das hat ihr Immunsystem massiv angegriffen. Das hat es auf der einen Seite vermutlich mit der Erzeugung von Abwehrstoffen, Abwehrkörpern positiv beeinflusst, aber dann über die Dauer dermaßen überlastet, dass sie jetzt keinen Platz haben für andere Abwehrkörper. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Das gibt Studien, wissenschaftliche Studien darüber, besonders das dritte Mal war also an dieser Stelle besonders schwierig, weil sich da diese, die T4-Zellen oder wie immer das war, oder ja, irgendwie so eine 4er-Code war das, weil die sich da ganz massiv erhöht haben und das zeigt dann da die Belastung dieses Immunsystems an. Also das ist das eine und wollen wir hoffen, dass sich das in Zukunft ja bei denen wieder normalisiert und dass da wieder was Vernünftiges an Krankheitshäufigkeit einstellt. Und das ist derzeit nicht zu sehen, das stagniert auf hohem Niveau. Sehen Sie sich mal diese PKK-Statistik an. Und der zweite Punkt ist Vitamin D3, zusammen eingenommen mit K2. Das hilft gegen jegliche Art von Angriff von außen, stützt Ihr Immunsystem, ist auch x-mal wissenschaftlich bestätigt. Und man sollte also so ohne hier, ich bin kein Arzt, ich kann Ihnen nichts empfehlen, aber was man so hört, sollte man ungefähr 4000 internationale Einheiten pro Tag zu sich nehmen. Das würde hier nördlich der Alpen, wo die Sonneneinstrahlung schlecht ist, würde das für einen ausreichenden Vitamin D3-Spiegel reichen. Alternativ, weil das in den Speicher geht, können Sie 2000 Einheiten auf einmal die Woche einnehmen. Und dann müssen Sie sollten Sie Ihren Vitamin D3-Spiegel vor Beginn der Einnahme sollten Sie testen, können Sie im Internet sich
ja, zwei Tests kommen lassen. Den ersten machen Sie sofort, dann nehmen Sie 3 Monate diese Vitamin-D3-Dosis ein und dann machen Sie den Test nochmal und schauen Sie an, wie das bei Ihnen angesprungen ist, wie das besser geworden ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, so wie Vitamin C, sollte man mehrere hundert Milligramm zu sich nehmen. Und dann natürlich Zink noch in gewisser Häufigkeit und Stärke zu sich nehmen. Ich gehe da immer zu dem Arzt meines Vertrauens und der misst diese ganzen Werte. Und wenn es zu wenig ist, dann wird die Dosis erhöht. Und wenn es zu viel ist oder am oberen Ende ist oder ja mehr als man haben möchte, dann reduziere ich die Dosis. Und damit fahre ich mit meiner Körperabwehr fahre ich hervorragend und bin an dieser Stelle komplett zufrieden. Und dazu habe ich ein extra Video gedreht. Kriegen Sie hier oben, schreibe ich Ihnen nach unten in die Beschreibung hinter die Quelle 1. Jetzt kommt seine Frage weiter im Text. Wie oft waschen sich die Hände? Nur nach dem Toilettengang oder auch vor dem Essen? Haben Sie Desinfektionsmittel unterwegs dabei? Und wenn ja, nur im Urlaub oder auch im Alltag? Ich mache keinen Unterschied, ob ich zu Hause oder im Urlaub bin. So, werden Sie sehen. Ich war hier zwar in der Schweiz auf Urlaub damals, 2018, aber hat mich trotzdem erwischt, weil aus dem Ausland ja jemand kommen kann und sie ansteckt. Wir globalisieren, wir reisen hin und her und so wie die Mannschaft vom Captain Cook da die Hawaiianer ausgerottet hat oder mal massiv dezimiert hat, wurden dann die Besatzung vom Captain Cook bei seiner ersten Fahrt in Singapur dort dezimiert. Also ist globalisiert und es passiert alles Mögliche. Und da hat jetzt einen Unterschied zu machen, hier und da und dort, das wird der Sache nicht gerecht. Nein, da machen Sie sich nur im Kopf verrückt. Sie machen auch einen großen Fehler, wenn Sie sich nur nach dem Toilettengang die Hände waschen. Sie sollten sich zum Selbstschutz, um den es Ihnen ja vor allem geht, vor dem Toilettengang sich die Hände waschen. Ja, ich wasche mir vor dem Toilettengang die Hände und nachher spüle ich sie nochmal. Das ist also der Weg, den man sich in den vergangenen Jahren, wenn man aufmerksam die entsprechenden Fachartikel gelesen hat, dann da reingetan, gelernt hat. Und vor dem Essen wasche ich mir grundsätzlich die Hände. Ja, vielleicht packt man Sachen von anderen Leuten an der Schüssel irgendwo im Griff und so weiter. Da ist man es den anderen Menschen einfach schuldig, die mit am Tisch sitzen, dass man sich hier vernünftig verhält. So, jetzt der nächste Teilfrage. Sind Sie der Meinung, dass es generell besser ist, sein Immunsystem permanent dem vollen Beschuss sämtlicher Keime auszusetzen, wie es auch Kinder tun, damit das Immunsystem dauerhaft trainiert bleibt? Und verwenden Sie deshalb vielleicht bewusst keine Desinfektionsmittel? Also ich verwende niemals Desinfektionsmittel, habe ich auch über die vergangenen Jahre nicht gemacht, weil Wasser und Seife vernünftig angewendet reichen aus. Da müssen sich nicht die heftige Chemie drauf tun. Aber ich setze mich nicht willkürlichen Angriffen von hohen Keimdosierungen aus. So, also das ist das Wichtige, dass man sagt, ein bisschen packt der Körper, wenn es aber dann richtig viel wird, dann bricht das irgendwann zusammen und geht nicht. Natürlich gibt es aber könnte es einen Killer-Virus geben, der sie überfällt und dann sie niedermacht. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Killer-Virus ist aber sehr, sehr gering, weil der ja sofort seinen Wirt tötet und damit gar nicht bis zu Ihnen kommt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass heute Ebola bis zu uns kommt, Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Gehen Sie hustenden Menschen aus dem Weg oder suchen Sie vielleicht sogar deren Nähe, um sich abzuhärten? Ja, das sind nur diese Scharlachpartys, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, erhöhte Dosen brauche ich an dieser Stelle nicht. Da halte ich natürlich Abstand. Und heute würde ich mich von so einem Herrn, der da im Zug umeinander niest, würde ich mich entfernen. So viel habe ich mittlerweile dann gelernt. Denn, habe ich das erzählt oder habe ich nur daran gedacht, 2018 war ich in der Schweiz, bin mit der Bahn aufs Jungfraujoch gefahren und mir gegenüber saß ein Asiate und der nieste in einer Tour vor sich hin. Und das hat jetzt also nichts mit dem Asiaten zu tun, sondern der stammte aus fremden Ländern, hat mir irgendetwas aus dem Ausland mitgebracht, was ich nicht kannte. Und das sofort in hoher Dosierung, wo mein allgemeines Immunsystem überhaupt keine Chance hatte, sich dagegen zu wehren, weil der Eintrag dermaßen hoch ist. Und das würde ich heute nicht mehr machen, da würde ich aufstehen und würde gehen. Also das würde ich auf keinen Fall mehr machen an dieser Stelle. So.
Vermutlich wissen Sie nicht, wo Sie den größten bakteriellen oder überhaupt Keimangriff ausgesetzt sind. Wahrscheinlich wissen Sie das nicht. Wo ist die höchste Keimbelastung in Ihrem täglichen Leben? Die ist an der Tastatur Ihres Computers. Sei es nun der Firmencomputer oder der Computer zu Hause, den Sie regelmäßig aufsuchen. Denn die Toilettensitze werden in der Regel einmal pro Tag mindestens in öffentlichen Toiletten und sonst wo gereinigt. Und dann ist da scharf mit dabei. Und Ihre Tastatur, wie oft haben Sie die schon gereinigt? Haben Sie da mal Ihr Desinfektionsmittel dran versucht oder haben Sie das einfach übersehen? Und wenn Sie das machen, passen Sie aber auf, dass Sie da nicht die Beschriftung der Tastatur dann entfernen. Ich habe in der Firma, mache ich hin und wieder mal so einen Wettbewerb, wer die schmutzigste Tastatur hat. Da gehe ich dann von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, drehe die Tastatur um, klopfe die und dann schaue ich mal so, was da liegt. Ne? Mit Bröseln und Zeug, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was da aus so einer Tastatur rauskommt. Und an der einen oder anderen Tastatur ist dann an manchen Buchstaben die Beschriftung weg. Das liegt jetzt nicht daran, dass die besonders mehr schreiben als andere. Nein, das ist gleich. Aber die haben eine Handcreme, die dann doch relativ aggressiv ist. Das würde mir ja nie auf die Haut schmieren. Das packt der Körper schon selber. Und diese Creme bleibt dann auf der Tastatur zurück und dann löst es mit der Zeit diese Buchstaben an und sind dann weg. Ne? Wenn Sie also jetzt anfangen, Ihre Tastatur täglich zu desinfizieren, passen Sie auf, dass Sie Ihre Tastatur nicht sofort zerstören. Aber wenn Sie 10 Finger ohne Hinschauen schreiben können, kann ja auch egal sein, was auf dieser Tastatur draufsteht. Die meisten können das nicht. So, jetzt geht's weiter. Da Sie ja bereits darauf hingewiesen haben, dass Sie sehr selten krank sind, interessiert mich Ihre Meinung und Ihr Verhalten zu diesem Thema sehr. So, Sie machen auf mich einen Eindruck, als wären Sie auf dem Weg zum Hypochonder. Nein, das falsche Wort. Hypochonder ist ja jemand, der sich schon krank denkt. Sie stehen davor, Sie haben einfach nur sehr viel Angst. Und Angst ist schlecht. Angst setzt Ihren Körper unter Stress. Und wenn der Stress hoch genug wird, dann werden Sie auch krank werden. Gestresste Menschen werden krank. Und das ist etwas, wovor Sie sich schützen müssen. Sie meinen das mit einer Aktion jetzt der Reinigung machen zu können, aber dennoch behalten Sie Ihre Angst. Sie können nicht sagen, ich reinige das und dann ist die Angst von mir verschwunden. Nein, die baut sich wieder auf, Sie fangen wieder an. Und kennen Sie das Wort Nocebo? Das ist das Gegenteil von Placebo. Placebo ist ein Medikament ohne Wirkstoff, was auf die Psyche des Patienten einwirkt. Er denkt, er bekommt ein wirksames Medikament und denkt sich gesund. Funktioniert ungefähr in 30% aller Fälle. Und wenn man demjenigen sagt, das ist Placebo, dann klappt es noch in 15% aller Fälle. Also das ist erstaunlich, wie der Mensch auf so etwas dann am Ende doch reagiert. Und das Nocebo ist das Gegenteil davon. Wenn Sie meinen, der Funkmast macht Sie krank, dann macht er Sie auch krank. Gab es bei uns so eine große Artikelserie bei uns in der Dorfzeitung, da ging es um einen Sendemast und wie die Leute alle Kopfschmerzen bekommen hatten, war keine Antenne drauf. Der war einfach nur aufgestellt worden. Ein echtes Nocebo. Die Leute haben sich an dieser Stelle krank gedacht und haben Kopfweh bekommen. Das ist wichtig. Also der war ja nicht eingebildet krank, nur man macht ihn nicht so rum, war ja keine Antenne drauf. Der war krank. Das heißt, Nocebos sind wichtig in der Gesellschaft, dass man versucht, die Menschen von diesen Nocebos wegzubekommen. Und da sollten Sie sich darum kümmern, wie Sie von Ihrer Angst wegkommen. Denn guttun tut die Ihnen nicht. Es gilt auf der einen Seite, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Aber auch nur ein gesunder Geist kann einen Körper gesund halten. Das gilt also in beiden Richtungen. Müssen Sie aufpassen. So, und am Ende hier, wie immer, vielen Dank für Ihre Bildungs- und Meinungsvideos, M.K. Und herzlichen Dank für Ihre Frage. Und das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.